Ja, meine Damen und Herren, es sollte nicht sein. In diesem Lauf wollte ich Ihnen eigentlich zwei Starterinnen für die Paralympischen in Rio vorstellen. Nämlich auf der Bahn 5 sollte Emily Telle vom PSC Berlin noch dabei sein. Die ist aber leider krank und kann deshalb heute nicht schwimmen. Aber auf der Bahn 3 Elena Kravtschow, ebenfalls vom PSC Berlin. Sie hat ebenfalls über 100 Meter Brust und über 50 Freistil und sogar über die 200 Meter Lagen, also über drei Strecken bereits die Rio-Norm geschafft. Auf der Bahn 3, Elena Kravtschow. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Applaus von oben für die jungen Damen hier. Vielen Dank für Ihre Hilfe, meine Damen und Herren, da oben. Elena wird hier trainiert in Berlin von Philipp Semichin, müssen wir vielleicht auch mal sagen. Die Trainer, die hervorragende Arbeit in Berlin machen, im Moment aber auf der Bahn 4 noch vorn, Michel Alonso Morales, aber in dem Windschatten sozusagen davon. Auch ein gutes Ergebnis für Elena Kravtschow, 993 Punkte, also das ist mal richtig, richtig gut hier. 1 Minute 16:23. Elena Kravtschow, sie winkt da gerade ins Publikum. Die hat mal schon richtig Lust auf Rio. Und dann wollen wir mal schauen, was da so geht. So, was jetzt gleich geht, ist die erste Entscheidung. Und zwar kommen wir jetzt zur ersten Entscheidung. Und zwar über die längeren Strecken. Und da gebe ich ab an den Christian und den Steven. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zum Wettkampf 7. It's time for competition.